Im Juni bin ich ein bisschen aus meiner täglichen Zeichenroutine, die ich hier so schön durchgehalten habe, rausgefallen. Da habe ich mir dann am Abend oft nur eine Notiz reingeschrieben auf die Seite, was ich zeichnen möchte, und habe meinen Eintrag später nachgeholt. Ich habe mir das hier mit so einem kleinen Strich markiert, einfach für mich selber, um zu wissen, wo habe ich sozusagen meinen Rhythmus unterbrochen und was habe ich nachträglich noch nachgeholt. Und du siehst, hier sind auch einige Lücken drin. Das ärgert mich ein bisschen, aber das ist halt jetzt so. Und wenn ich Lust habe, gehe ich dann halt nochmal zu den Lücken. Dadurch, dass ich mir ein paar Notizen gemacht habe, weiß ich noch, was wollte ich da reinzeichnen, habe es aber nicht gemacht und kann das machen. Oder ich gehe halt einfach weiter und lebe mit den Lücken. Was ja wie im Leben läuft auch nicht alles perfekt. So, aber ich mache trotzdem ein kleines Durchblättervideo. Der Juni hat angefangen mit den ersten Erdbeeren, die ich festgehalten habe, und einem Monatsdate mit meinem Mann. Dann habe ich ein Coaching gestartet und habe hier eine kleine Collage reingeklebt. Wir hatten Ferien und die Kinder haben im Garten gezeltet. Über dem Feuer gekocht. Hier noch eine Bleistiftzeichnung von einer Blume und ein bisschen Text. Hier fängt es dann an, dass ich nicht mehr regelmäßig gezeichnet habe und nur noch Notizen gemacht. Also hier habe ich dann oben Notizen gemacht und habe später reingezeichnet und ergänzt und habe dann die Notizen wegradiert. Ich hätte auch gleich einfach reinschreiben können und das als Schrifteintrag lassen können. Hier habe ich direkt im Gottesdienst mitgezeichnet. Pflanzen, Gemütszustände. Hier ist es mir passiert, bei dieser Zeichnung, eben wenn ich nicht jeden Tag reinzeichne, sondern in freie Blätter, dass ich hier der 18. Juni war und ich aber auf dem Blatt vom 17. Juni gezeichnet habe. Und dann habe ich sie einfach vertauscht. Habe dann hier oben die Zahl umgeändert und habe das umgetauscht. Das sind dann Sachen, die entstanden sind nach irgendwelchen Fotos. Kleine Erlebnisse festgehalten, Eindrücke. Hier sieht man noch meine Notizen, wo die Zeichnungen auch noch nicht fertig ergänzt sind, sondern das alles noch so ein bisschen angefangen ist. Aber gleichzeitig muss das ja auch nicht ein perfekter Eintrag sein. Viel Draußenzeit im Juni. Und hier beginnt schon der Juli. Gucken, ob ich das schaffe, im Juli ein bisschen mehr dran zu bleiben. Ich fürchte aber, das wird so ähnlich sein wie im Juni. So ein Hinterherrennen. Mal gucken. Vielleicht finde ich für mich selber auch eine Routine, dass ich weniger detaillierte Einträge mache und eher mit kleinen Sachen sein kann, die ich zwischendrin auch mal zeichnen kann oder mir wieder mein Büchlein auch einfach ein bisschen präsenter hinlegen. Was verführerisch ist oder was das ein bisschen das Problem auch ist, wenn ich das jetzt so so detailliert und durchgehend angefangen habe, dass ich mir natürlich eine sehr hohe Messlatte setze, um daran weiterzumachen und mich damit aber auch selber ausbremse, also mir darin nicht erlaube, ein bisschen experimenteller wieder zu werden und sowas. Und vielleicht muss ich einfach dahin zurückgehen und wieder ein bisschen mehr ins Spielen kommen, weil cool ist das natürlich schon, wenn hier schon so ein halbes Buch vollgezeichnet ist.